Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zum Final Day Wisconsin Open. Wir spielen die Back 9, die stehen noch aus, die letzten 9 Loch, und wir sind gut mit dabei. Mit 1 unter liegen wir im Moment auf dem geteilten 4. Platz. Da schauen wir doch gleich nochmal aufs Leaderboard, ob sich da mittlerweile noch was getan hat. Pepper Woods, geteilter 4., 1 unter für den Tag, minus 9 in der Summe. Und man sieht, dass wir eigentlich in Schlagdistanz sind. Also es tut sich da ein bisschen was. Wir können sowohl nach oben als auch leider auch ein bisschen nach unten. Und wir sehen, die 67 ist mittlerweile im Clubhaus. Das ist also das Maß der Dinge. Die 67, 6 unter. Da dieser Wert, der steht. So, wir selber haben gut angefangen mit den ersten 2 Birdies gleich an der 1 und 2. Hat mich so ein kleines bisschen an die erste Runde erinnert, wo wir sogar gleich mit 3 Birdies losgelegt haben. Aber die 3 hat uns ein bisschen zurückgeworfen und dann, ja, mussten wir zum Beispiel auch schon an der 9 kämpfen, dass wir mit einem guten Up and Down hier noch das Paar gespielt haben. 1 unter, und jetzt wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind an der 10 mit 370, auch das ist ein bisschen bekannt. Wir könnten natürlich auch versuchen, den Ball hier reinzuhauen in diese Richtung. Aber wir sehen ja auch, dass die Fahne rechts steckt, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir eigentlich auch hier von rechts einen besseren Winkel. Schon allein deswegen, dass wir da nicht so direkt über die Bunker drüber spielen müssen. Also wir gucken nochmal. Bisher sind wir ganz gut gefahren, wenn wir mit dem Holz bzw. mit dem Hybrid geschlagen haben. Wir müssen jetzt mal schauen, ob es vielleicht gut ist mit dem, ja, mit dem Holz 3 und den reinzudrohen. Also definitiv wollen wir hier nicht in den Pottbunker. Das bringt uns jedenfalls keinen Vorteil. Wenn wir den Ball ein bisschen drohen. Ja, es ist halt eben die Sache. Kommen wir dann da oben drauf oder kickt er uns dann nach links? Bisher waren wir immer schön kurz, aber wir müssen auch ein bisschen mal was riskieren. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Okay, da müsste doch dann da reinlaufen. Wenn wir ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr Draw. Ja, okay, der Wind drückt den aber auch rüber. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ich wünsche uns auf jeden Fall ein schönes Spiel für die 2. 9, die Back 9 hier in Whistling Straits. Ja, komm, nicht nach links springen. Ah, er kommt gar nicht den Hang hoch. Okay. Okay, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht gut, weil wir liegen im Rough. Dass der überhaupt nicht mal da hoch kam. Ja. So, poor tee shot at 10. Now he's second. Das einzig Gute ist eigentlich nur, dass die Fahne hinten steckt. Aber jetzt haben wir wirklich das Problem, dass wir hier ein bisschen über das hier drüber spielen müssen, weil der Wind von da kommt. Er kommt aber auch noch entgegen. Und die Frage ist, reicht das? Wir haben 29 Fuß. Das ist eigentlich... Oh Mann, 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 Mann. Das ist jetzt schwierig. Wirklich schwierig. Okay, der Wind kommt so... Hoppla. Okay. Wir müssen den eigentlich lang spielen, damit er hier rumkommt. Der Wind treibt den auf jeden Fall in die Richtung. Okay. ...36 Fuß, da muss man eigentlich ein Eisen mehr spielen. Und wir haben Gegenwind. Und wir spielen aus dem Rough. Ich muss mir das nochmal ansehen, weil was kann passieren, wenn wir ein bisschen weiter rechts sind? Es ist aber auch ein bisschen blöde jetzt hier. So, Punch. Ja, da haben wir ja rechts halt das Vorgrün. Das wäre nicht so dramatisch. Okay, es hilft nichts. Vielleicht noch ein kleines bisschen höher anspielen, damit er dann etwas, wenn er aufs Grün kommt, wirklich zum Liegen kommt. Ja, er zieht irgendwie nach links, habe ich den Eindruck. Okay,
Aber er bleibt zumindest liegen. Wir sind aufs Grün gekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. And safely on deck. That's the main thing. But from that distance, you really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Okay, es geht wieder ein bisschen bergauf. Das heißt, so ungefähr. Und das Ganze bricht von links nach rechts. Aber eigentlich gar nicht so viel. Aber es ist die Entfernung, die es natürlich macht. Ja, der Profi möchte eigentlich immer übers Loch, beziehungsweise nicht, dass er unterm Loch durchläuft, nach rechts weg, sondern dass er wesentlich links am Loch sozusagen vorbeiläuft. Ja, wie gesagt, man versucht immer ein bisschen die Linie zu visualisieren. Doch ein bisschen mehr. Ja, das reicht nicht. Ja, okay. Aber wir dürfen nicht vergessen, was wir für eine Ausgangslage hatten mit dem zweiten Schlag. Da hätte alles passieren können und wir haben den gut aufs Grün gebracht und somit... Und da sollte jetzt nichts passieren hier. Ein gutes Pärchen gespielt. And he'll remain right where he is. So, es hat sich nichts groß getan. The 11th hole, and this is a huge par 5. 645 yards, Frank, that's a biggie. And plus this hole bends to the right, which sort of makes you think that you can hit it down the right side. But if you miss down the right, there's just a multitude of bunkers that'll swallow up that ball and you're nearly guaranteed to make at least 6. Jo. Spannendes Paar 5 auf jeden Fall. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir noch 2 Flights hinter uns haben. Und da bin ich dann mal gespannt, wie sich das dann darstellt, wenn wir im Clubhaus sind, was dann hier der Computer dann, die KI dann noch ausrechnet. Wir haben weiterhin Gegenwind. So, während wir die ersten Bahnen immer schön Rückenwind hatten, haben wir jetzt ordentlich jedes Mal Gegenwind. Okay, soll uns aber nicht weiter stören, weil wir ja eben im dritten aufs Grün müssen. Wir können den ein bisschen faden. So. Startet erstmal arg weit links, habe ich so den Eindruck, ja. Aber wie gesagt, Mitte Fairway bzw. linker Rand ist okay. Now a second from well over 300 yards. Oops. This will be about positioning. Ja, wir müssen hier rein und letztes Mal war eigentlich ganz klar, dass wir hinter die 100 Meter kommen. Jetzt haben wir hier diese Welle, diese False Front und die Frage wird sein, ob wir da überhaupt drüber kommen. Mit dem Holz, der Wind treibt ihn nach dort. Wir werden auch wieder flach schlagen. Wir stehen ein kleines bisschen über dem Ball. Okay. Ja, so viel Kurve nimmt er gar nicht, aber okay. Ja, der wird da nicht hochlaufen, der wird da unten liegen bleiben. Sogar sehr, sehr schnell liegen geblieben. Good shot right there with that three wood, sitting up nicely. Yeah, most importantly, the second shot's on the fairway. This par 5 playing long today. See how close this third shot can be hit. So, also wir haben wieder Gegenwind und der wird sich deutlich bemerkbar machen. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall mit diesem Schlag arbeiten. Aha, Pitching Wedge. Ja, das sehe ich so. Lass mich mal ganz kurz gucken. 120, 130 auf jeden Fall. Das Grün ist weiter oben. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Überflug. Okay, wir haben nicht so viel Grün davor zum Anspielen. Was sagt der Wind? Der Wind, okay. Bisschen höher anspielen. Ja, der fällt mir doch. Na, und spinnt sogar ein kleines bisschen. Interessant.
Well, not super close, but safely on the green. Ja, das sind alles jetzt keine Birdie-Chancen. I'm looking to see the break and I'm really not seeing a lot. If I had to push it, a hair of right to left depended on pace, slightly up the slope. So, 8. Das müsste so sein. Da wird nicht allzu weit über das Loch hinausrollen. Es geht da schon ganz schön hoch. Ja, da haben wir wieder die Situation, dass es erstmal ein bisschen nach rechts geht und dann haben wir hier so eine Welle, die dann eigentlich den Ball nach links rüber drückt. Aber alles in allem ist das nicht allzu viel. Komm, 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 komm. Just gonna sneak on by. Wieder mal über die Lochkante rüber. Okay. Schade. Schade, schade, schade. So, wieder gut aufgepasst. Es tut sich nichts, also müsste das ein normaler Tap-In sein. Gut. So, jetzt haben wir 9 Bahnen im Paar gespielt. Wäre schön, wenn wir das Ganze mal mit einem Birdie wieder auflockern können und nach vorne ein bisschen Druck aufbauen. Well, you think it's a snag. Green straight in front of you, points a little bit to the right, but just getting it and keeping it on the green, it takes some doing. Yep. Die Fahne steckt wieder da hinten rechts, wie in der Runde Nummer 3. Diesmal haben wir natürlich Gegenwind. Okay. Eisen 6, Gegenwind, bergab. Was spricht er hier? Ja, das ist schon wieder sehr herausfordernd. Aber wenn er halt kürzer ist. Okay. Aber vorhin haben wir auch gemerkt, da waren wir 10 hinten dran. So, das sind jetzt 186, 194. Ein bisschen Kurve. Okay. Wir verlassen uns jetzt mal wirklich ein bisschen auf den Wind. Ja, der geht rechts weg. Und der ist lang. Der ist gut. All right, you take those all day long. On the green. Chance for birdie coming up. Ja, also das ist fast eine Briefmarke da hinten und die muss man erstmal treffen aus 200 Yards. Also das ist schon ganz schön. Okay, nichtsdestoweniger haben wir jetzt eine gewisse Birdie-Chance, weil sich hier jetzt von der Bewegung her nicht allzu viel tut. Aber trotzdem ein bisschen Bewegung haben wir. So, was sagt er uns denn? Es geht ein bisschen bergab. So, das heißt also machen wir so. Okay. Am Anfang geht es ein bisschen nach links. Das heißt, da müssten wir eigentlich nach rechts. Und unten kickt er auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach rechts. Am Anfang müssen wir rechts anspielen. Dann rollt er nach links. Und dann ist die Frage, ob das da unten den Ball wieder rüber treibt. Okay. Ja, die Frage ist wirklich, wie viel macht das hier aus oder bleibt der auf der rechten Seite? Es muss eigentlich ein bisschen was ausmachen. Oh, how about it? A beauty there. It is in for a birdie. And he's back within 3 with 6 holes left. Arriving here at the 402-yard par 4 13th. It's called Cliffhanger with good reason. The green hanging over the cliffs above Lake Michigan. Best to favor the left side of the fairway if possible. So, Dele, da haben wir wieder die wunderschöne Bahn mit Sicht auf den Lake Michigan. Ja, und auch hier sieht man es wieder. Also, wie ich schon mal vorhin gemeint habe, auf den Front 9.
Also das ist echt ein Platz, da muss man schon ein gewisses Spielniveau, da muss man schon ein bisschen Golf spielen können, denn ihr seht hier die Abschläge, da ist zum Fairway, das sind 215, ja, das sind 150 Yards ungefähr oder so. Natürlich, das ist jetzt die Profi-Abschläge, jetzt Amateurgolfer würden von etwas weiter vorne abschlagen, aber ihr seht, da ist dann natürlich ja, kein Fairway oder irgendwas, man muss den Ball schon treffen und auf die Linie bringen und hier vorbringen, in die Luft bringen, damit man auch wirklich dann weiterspielen kann. Und alles, was man eben nicht sauber trifft, ja, da hat man dann richtig Trouble. Das ist so, man sieht es eben auch hier, also ganz klar im Überflug, ne, da ist eine Mordsschneise und so weiter, also da muss man schon den Ball treffen. Gut, und damit natürlich dann auch die Spielbahn. Und das Ganze hängt wieder von links nach rechts. Der Wind macht nicht allzu viel, aber wir werden ihn ein bisschen hoffentlich reinfaden können. Okay. Jo. Ja, er nimmt die Kurve an. Sehr gut. Ja, er springt nur kurz nach oben. Das sind nicht viele Yards, die er gemacht hat. 272. Das heißt, wir haben jetzt noch ordentlich. Nee, überhaupt nicht. Ja, wir müssen jetzt wieder aufpassen, aber das Thema ist, wenn er zu kurz ist, haben wir jede Menge Grün, das natürlich dann nach rechts springt. Es ist wieder so ein Plateau hier. Man sieht es einfach hier an dieser roten Fläche. Dass hier natürlich, wo die Fahne steckt, dass das untere Plateau ist und alles da oben, ja. Und wenn wir da oben liegen bleiben, dann haben wir natürlich einen hässlichen Bergab-Part hier, den man ganz, ganz vorsichtig spielen muss. Und besser wäre es natürlich, man kriegt den hier irgendwie hin in den Hang und dann rollt er hier runter. Ja, ein Pitching Wedge. Da haben wir vorhin, war es zu kurz und er hat Spin gehabt. Wir haben natürlich Mods Gegenwind. So, was sagt er uns? Okay. Wir könnten theoretisch ein bisschen auf die Fahne zugehen und er müsste eigentlich kurz bleiben. Ja, besser wäre es, wenn er irgendwo hier rechts runterkommt. Gegenwind und tiefer. Das müsste sich doch einigermaßen ausgehen, oder? Das müsste sich doch ausgehen. Naja, gut durchgezogen haben wir nicht, aber der muss doch liegen bleiben. Da kann nicht viel passieren. Ah, kommt sogar doch zurück, aber jetzt rollt er hoffentlich runter. Ja, das ist zumindest mal das untere Plateau. Das ist mal nicht so schlecht. Just not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Lot of movement on this putt left to right. I think the idea here is just to get it inside sort of a 3-foot circle. Also man sieht, dass wir praktisch level sind und das heißt, wir müssen zumindest was die Distanz angeht nicht allzu viel machen. Es geht am Anfang ein kleines bisschen runter, dann geht es wieder ein bisschen hoch. Also das heißt, wir machen ein bisschen mehr, aber 40 Fuß ist schon ordentlich und das Ganze hier ist natürlich, wir müssen hier dann trotzdem hier durch diesen Hang. Durch diesen Hang. Und das ist schon ordentlich. Der wird den ordentlich nach rechts rüber drücken. Und zwar wieder gleich am Anfang, so wie es aussieht. Wir stehen über dem Ball und das ist immer ganz gefährlich, dass er sofort nach rechts weggeht. Also so oder so ist egal, wo man hinspielen. Er wird nach rechts gehen und dann eben noch ein bisschen beschleunigen. Ja, wir gehen mal richtig nach links. Das sind 4, 3, 3,5 auf 40 Fuß. Noch ein bisschen mehr kann nicht schaden. So, kommt sofort rechts runter. Mhm, okay. I'd call that an acceptable effort from that range. Yo! So, das sollte doch jetzt auch wieder ein gerader Putt sein. Da sollte jetzt nichts anbrennen. Wir schauen nochmal. Es geht ein bisschen berghoch. Das ist immer von Vorteil. Und ein bisschen von links. A
Okay, und das Pärchen ist sicher, sehr gut. And he's gonna remain at 10 under. Now the par 4 14th, it is a dogleg left, about 396 yards. Yeah, it really narrows up around that 300-yard mark, so this is another hole, really, where you don't need a driver. But somehow you've got to get that ball in the fairway. Remember, 250 yards only leaves 145 in. So, bevor wir jetzt hier uns der 14 widmen, möchte ich nochmal wieder auf einen Kommentar eingehen, wieder mit einer richtig guten Frage, mit einer cleveren Frage, nämlich wie denn die Profis eigentlich trainieren und wie sie letztendlich die Bahnen vor dem Turnier begehen oder was sie da tun und ob sie die am Turniertag spielen dürfen oder so. Also das Grundprinzip ist ganz, ganz klar, am Turniertag darf man nicht die Bahnen spielen, schon gar nicht die Grüns, das ist nicht erlaubt, wird man sofort disqualifiziert. Also das darf man nicht, da darf man nur auf der Range üben und spielen. Oder wenn es eben einen anderen Platz gibt, darf man natürlich dort spielen. Aber am Turniertag wird man das sowieso nicht tun. Und ansonsten gibt es in der Regel immer meistens am Mittwoch ein Pro-Am. Und dieses Pro-Am nutzen dann doch viele Professionals, um dann eben praktisch so eine Art Einspielrunde zu spielen, um eben den Platz mal abzulaufen, zu spielen. Aber der Caddy ist eben derjenige, der eben auch sehr, sehr viel vorher macht, um den Platz genau zu kennen. Und vor allen Dingen natürlich auch die Grüns. Das ist der, der im Endeffekt auch ein bisschen dem Profi dann sagt, du spiel den Ball nach links, weil dann kippt er nach rechts oder rollt rechts runter oder so, der halt dann auch eben die Grüns kennt. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, Profis trainieren, wie wir alle oder wie jeder Golfer eben auf der Range. Da gibt es dann die entsprechenden Trainingsmöglichkeiten für lange Schläge, für Bunkerschläge, für Pitches, Chips und natürlich auch ein Putting Green und dort wird dann trainiert. Das ist auch wunderschön, wenn man auf so ein Turnier geht am Donnerstag, Freitag oder so, dann sind natürlich diese Flächen auch ein bisschen abgesperrt, aber man kann dann die Profis wirklich mit 4-5 Meter Entfernung auf der Range, kann man die dann wirklich schlagen sehen, üben sehen, sich auch ein bisschen warm machen natürlich vor dem Turnier und teilweise dann eben auch mit ihren Coaches, mit ihren Trainern oder mit ihren Physios oder ähnlichem und natürlich dann oder mit dem Management und mit ihrem Caddy, der dann die natürlich unterstützt und ansonsten gilt natürlich, wie gesagt, am Turniertag dürfen sie nicht auf den Platz, das ist nicht erlaubt, aber man geht dann meistens natürlich eben davor oder die Woche davor oder wenn man eben einen Tag findet und sowas nennt man dann eben eine Einspielrunde auf den Platz, um halt mal grob zu wissen, wie die Abschläge fliegen, wie der Wind sich verhält oder wie eben die Bunker sind und wie die Fairways fallen von links nach rechts und so weiter. Das macht man eben alles dann in einer Einspielrunde. So sieht es dann eben aus mit den Profis. Ja, das dazu, kleiner Exkurs wieder. Ich freue mich immer, wenn ihr natürlich Fragen stellt hier. Die tue ich immer gerne beantworten. Da freue ich mich sehr drüber. Also bitte immer schön Fragen in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen und ein Abo würde natürlich dem Kanal auch wunderbar helfen. Also ich sage hier an der Stelle schon mal wieder recht herzlichen Dank auch allen neuen Abonnenten, die hier den Weg zu uns gefunden haben. Dankeschön. Wir machen weiter an der 14. Ein paar 4, 374 Meter. Und das Spannende ist natürlich, wir müssen hier oben rechts zum Liegen kommen, denn sonst laufen wir Gefahr, dass der Ball hier links runterrollt und im Bunker verschwindet. Nicht, dass das für uns ein großes Problem ist, für einen Profi, aber wir wollen uns das Leben nicht schwerer machen als nötig. Und wir sehen, dass wir jetzt wieder mal ausnahmsweise seit langem mal wieder Rückenwind haben. So, wie machen wir das am geschicktesten? Der Wind, Rückenwind. Und ich bin jetzt gerade echt ein bisschen überlegen, ob wir überhaupt dem hier richtig Gas mitgeben sollen, also richtig Speed. Nicht, dass er uns dann da vorne rumrollt, aber die Kurve zeigt eigentlich, dass er dann links runterrollen müsste. Gut, also wir werden den ein kleines bisschen drawen und wir geben ihm also nichts was Besonderes mit. Der soll ganz normal hoffentlich ausrollen. Okay, die Kurve hat er. Sehr schön, jetzt müsste er nach links kicken, beziehungsweise langsam links runterrollen. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did right there. Noch 87 Yards bis zum Loch. Wir stehen jetzt zwar natürlich ein bisschen Hang ab, aber das sollte kein Problem sein. It's about putting the ball in the right position, and that's what he's done. Really a good opportunity to make a birdie. Let's see what he can do from 87 yards. Oh ja, ein 60er Wedge.
60er Wedge wird ziemlich spinnen. Dann hauen wir den doch ein bisschen länger. Ja, der wird nach links. Da wird ein bisschen vom Wind rüber getrieben. Ja, das Thema ist halt, wir haben nicht viel Platz. Jetzt bräuchten wir eigentlich den umgekehrten Fall, dass die Fahne weiter vorne steckt. Wir haben hier nicht viel Platz, aber auf der anderen Seite geht es hier bergab. Spinnt er dann überhaupt hier den Berg hoch? Das ist die Frage. Wenn er hier vorne zum Landen kommt, dann zieht es ihn runter. Wir haben doch diesen Shot-Type Knockdown. Und da sollte er dann weniger spinnen. Wir können es mal damit probieren. Auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen Rückenwind, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, er fliegt auch ein bisschen länger. Okay. Wir probieren es mal damit, weil damit müsste er doch relativ schnell zum Liegen kommen. Ja, das war jetzt doch ein bisschen stark. Aber zieht er? Ja, bleibt sofort. Na, er rollt jetzt hier runter. Und er sollte hoffentlich nicht von grün runterrollen, okay? That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance. And far from the best shot I've seen today. Ja, das ist natürlich richtig. Also aus der Entfernung kann man den Ball natürlich deutlich näher an den Stock spielen. Den hätten wir anders spielen müssen. Vielleicht mit dem Pitch. Ja, habe ich jetzt nicht da. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. So, was haben wir jetzt hier? Es geht bergauf. 4 Inches. Also sagen wir hier. Danach geht es aber wieder bergrunter. Das heißt, wenn der übers Loch hinausrollt, dann rollt er hier runter. Ja, der steckt gerade ein bisschen oben, ne? Also auf diesem kleinen Plateau. Und kurz hinter der Fahne geht es runter und vor der Fahne geht es halt hoch. Das ist halt schon wieder echt knifflig, knifflig, knifflig. Am Anfang geht er sofort nach rechts, so wie es aussieht. Das passt mir gar nicht. Und dann drückt es ihn da oben. Ja, ein bisschen nach links eigentlich nur. Ja, das ist wieder so ein ganz spannender Putt. Der müsste eigentlich relativ schnell auf das Loch zugehen. Und dann wird er da oben ein bisschen. Okay, ich mache aber nochmal ein bisschen kürzer. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass er zu sehr übers Loch hinausläuft. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Ah, der kommt gar nicht hoch. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, wenn er jetzt ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte er die Linie fast gehabt. Der war, wie man so schön sagt, auf der Linie zu kurz. So, das sind natürlich jetzt nicht die Putts, die Druck machen. Die machen eher Druck auf uns. Und nicht auf unsere Mitspieler. Und er bleibt right where he is. Now we arrive at the 503-yard par 4 15th, beginning of a four-hole stretch rivaling any four-hole stretch in championship golf. Hang on tight. So, die 15 und die 16, das sind natürlich nochmal Bahnen, wo wir vielleicht noch eine Birdie-Chance haben. Die 17 ist dann schon wieder sehr, sehr schwer und die 18 sowieso. Also auf der 18 haben wir zwar schon einen Birdie gespielt, ich glaube in der zweiten Runde, aber das darf man echt nicht einkalkulieren oder einrechnen. Ich muss jetzt noch mal kurz schauen aufs Leaderboard. Okay. Und wer ist denn im Clubhaus? Okay, da ist jetzt jemand mit minus 8 im Clubhaus. Also das ist jetzt das Maß der Dinge. Wir sind an der 14. 12, 12, 13. Das heißt, sie sind alle noch hinter uns. Beziehungsweise, ja, genau hinter uns. Das heißt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Er hier, der gerade führt mit minus 5, minus 12, der ist vor uns. Naja, okay. Also im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Eigentlich müssen wir uns einfach nur um unser Spiel kümmern. Wir haben ein 521 Yards langes Par 4. Das ist richtig ordentlich. Aber wir haben einen Rückenwind und so hoffe ich doch vielleicht, dass wir den Ball da vorne auf die 200 bringen können. Auf die 200.
Und wir werden den natürlich wieder etwas flacher spielen. Jetzt muss ich nochmal schauen, wenn der gerade durchfliegt, dann haben wir da die Bunker, die fangen. Und wenn er zu weit rechts geht, aber das glaube ich nicht. Nein, das passt. Das passt zumindest fürs Fairway. Aber der wird relativ schnell, denke ich, zum Liegen kommen. Ja, man sieht es dadurch, wie er hochspringt. That's gonna wind up safely in the fairway. Jo, mal kurz abgewischt. Ein Eisen 4 und die Fahne steckt Mitte grün. Und wir haben Rückenwind. Dann werden wir keinen Vierer spielen, dann werden wir einen Sechser spielen. Und ja, genau. Und dann ist die Frage, werden wir dagegen drücken oder nicht? Werden wir dagegen drücken oder nicht? Mit einem Draw, dass er dann hier drüber rollt über die Welle? Oder wollen wir, dass er hier links reinkommt und tatsächlich dann hier auf den Stock zu? Aber dann haben wir, dann wird es natürlich knapp hier mit dem Grün. Besser, cleverer wäre der leichte Draw. Eisen 6. Okay, und wir haben Rückenwind. Ja, drückten schon ganz schön rüber. Wir drohen. Dann sehen wir das nochmal von hier anschauen. Okay. Und auf jeden Fall nochmal ein bisschen höher anspielen, dass er liegen bleibt. Okay, er fliegt zum Stock. Er fliegt zum Stock, geht in die Welle. Ja, rollt zu weit rechts. Bleibt er auf dem Grün, komm. Ah, first cut. Well, that one didn't work out. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, mit dem Texas Wedge haben wir ja keine so guten Erfahrungen gemacht. Das ist meistens immer zu kurz, obwohl man ja hier relativ wenig. Okay. Der Pitch, wir haben 10. Dann machen wir, ja klar, kürzer können wir gar nicht pitchen. Dem Chip traue ich mich nicht. Er müsste ein bisschen nach rechts gehen. Okay. Klar, jetzt ist er wieder zu lang. Well, obviously that's not his best, but it'll be quickly forgotten, Frank, if he's able to get out of here with this par. Well, you might forget it. Yep. I might. Far from his best. So, das Gute ist, so wie es aussieht, es ist eigentlich völlig eben. Da tut sich gar nichts. Eigentlich müssten wir den ohne Probleme stopfen können. Wir schauen nochmal. Okay, es geht sogar ein bisschen bergab. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts machen, außer den Ball nur gerade auf die Linie bringen. So wie ich das sehe. Vielleicht ein kleines bisschen über rechts, weil da vorne tut sich etwas. Yeah, good putt. That's in for par here at 15. And he'll stay right where he is. Sah ein bisschen komisch aus, wie er hinten gegen die Rückwand geflogen ist, war vielleicht ein bisschen schnell. It's only 568 yards this par 5, clearly reachable in 2, but you can also let this hole get away from you because of all those dunes and bunkers that can become a real headache if you're off target. So, jetzt würde man langsam sagen, gehen uns die Bahnen aus, die Löcher aus. Also, wir haben jetzt hier die 16 noch mal ein paar 5, da haben wir jetzt natürlich noch eine Chance auf ein Birdie. Wenn wir den schön ordentlich mit dem dritten an den Stock bringen können. Wir haben wieder Rückenwind. Das heißt, er hilft uns natürlich hier Meter zu machen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass er hier uns nicht in die Bunker fliegt. Weil dann haben wir natürlich ein Problem. Deswegen einen kleinen Draw hier. Einen kleinen Draw. Und dann wird er hoffentlich hier auf die 250 Meter. Dann haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit hier den Ball ins Grün mit dem zweiten zu schlagen. Okay. Kleines bisschen mehr Draw. Ja, okay, er nimmt ihn an, aber ist nicht viel. Ja, spring nach links. Ja, das war... Ah, bleib... Nope, that wasn't the right line and he'll pay the price as this ball gonna run off the fairway and into the bunker.
Ja, getting das ist out jetzt more important than distance here as he readies his second. Ja, das geht halt gar nicht. Ne? Also ich meine, der hat jetzt ein Holz 3 in der Hand und das hier aus dem Bunker ist eigentlich total abwegig. Wir müssen gucken, was er... Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich hinstellt. Also das ist witzig. Witzig, ja. Also das ist eine ganz üble Position, so den Schwung halten zu können. Das kann ja nur ein Computer schaffen, ein KI. So, wir sehen 85,93. Also... Nee. Wir werden jetzt... Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil... Ja, damit wir da nicht hängen bleiben. Also der wird auf keinen Fall bis dahin rollen oder bis dahin fliegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn wir Rückenwind haben. Jetzt muss ich mir das nochmal im Überflug angucken. Okay. Ja, wir werden ein bisschen weiter rechts, weil im Zweifel geht er nach links vom... Ja, okay. Mal schauen, wie weit wir den überhaupt zum Fliegen bringen. Ach du Schande. Der fliegt ja richtig weit. Viel zu weit eigentlich. Problem was going to start with that tee shot. Once it found the bunker, needed a cool head and a second shot that found the fairway. Not quite there though. Okay, ein Pitch. Und wenn ich das richtig sehe, rollt das Ganze zum Stock ein bisschen, oder? Nee, das ist eigentlich alles relativ eben. 64. 54. 50er Wedge. Ja, den müssen wir halt jetzt wirklich, müssten wir gut an den Stock bringen. Ich überlege jetzt gerade, wie er rollt. Da vorne rollt er dann doch ein bisschen nach links. Da vorne ist es flach. Wir stehen eigentlich unterm Ball. Das bedeutet, der müsste eigentlich nach links abhauen. Wenn man überm Ball steht, dann geht er nach rechts. Hm. Und es heißt ja, das Spiel würde das eigentlich berücksichtigen. Wenn wir den natürlich da rechts reinkriegen, dann kriegt er da nochmal einen Kick und rollt sowieso nach... nach links. Also gut, dann machen wir das mal so. Frage ist halt wirklich, wie weit wird der rollen? 93 bis 97. Komm, lauf. Ah, nicht so viel. Okay. Ist okay, wenn man bedenkt, welche zwei Schläge wir vorher hatten. This one measures out to 15 feet. Ja, das ist jetzt so ein bisschen wie der vorige Schlag. Am Anfang geht es mal ein bisschen links. Nicht viel, aber da vorne tut sich halt was. So, und das heißt, der drückt doch bestimmt dann den Ball, wenn er langsam wird, nach rechts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann wirklich über die Lochkante rüberrollt. Ja, das ist nicht viel. Das kann nicht viel sein. All straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. And things just got a bit more interesting. He moves to two back with two to play. So, zum Glück sieht man nicht auf der Scorekarte, wie man das Par oder das Birdie gespielt hat. Most players will play it safe to the right side of the green because the left it has that 20-foot drop down to the sand dunes in Lake Michigan beyond. So, er möchte, obwohl wir Rückenwind haben, einen Driver spielen. Das werden wir definitiv nicht tun als Hybrid. Und wenn, dann müssen wir es wieder faden. Denn hier drüber, über das Ding da, wenn er da hängen bleibt, dann haben wir auch wieder ein Problem. Nee, wir müssen den hier rein faden, damit er dann hier zum Stock läuft. Aber mit dem Hybrid, der eben kein... Das Eisen 4 bei dem Wind bergab, das müsste doch eigentlich reichen. Faden. Ja.
Ja. Jetzt nochmal gucken. Ja, dürfte. Also er müsste auf jeden Fall eigentlich irgendwie aufs Grün rollen. Okay. Also die 10 Meter müsste er doch machen hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Aber ein Hybrid will ich nicht spielen. Ein Hybrid ist zu lang. Wir haben Rückenwind, es geht bergab. Wir faden den ein bisschen rein. Und dann ja doch ein bisschen weniger, weil wir verlieren ja Länge. Okay. Oha. Komm, bleib auf dem Grün. Ja, und jetzt nicht zu weit rollen. Nicht zu weit rollen. Jetzt haben wir doch kräftig Gas gegeben. Komm, bleib liegen, dass wir putten können. Boah. Naja, gut, dann halt doch das Texas Wedge. Yep. Ach du Schande, da müssen wir doch pitchen. So, was haben wir? 23. 23, 17. Ja, dann kriegt er einen Kick. Dann kriegt er da einen Kick nach links, nach rechts. So. Wie viel Kick kriegt der? Ja gut, hinten kann er da nicht groß hochrollen. Dann rollt er eigentlich in die Kuhle rein. Ein bisschen mehr. Aber er wird auf jeden Fall rollen. Okay, ein bisschen hoch. Na, okay. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass er noch ein bisschen nach rechts rüberspringt. Der ist dann praktisch nur den Hang runtergelaufen. Okay. Aber jetzt müssten wir ja eigentlich relativ gut liegen, weil das so die ebene Stelle ist. Nochmal schauen. Es geht bergab. Ach du Schande. Es geht bergab. Und wir haben halt am Anfang dieses, ja, wenn er halt jetzt ein paar Yards nur weiter zum Loch liegen würde, dann hätten wir jetzt dieses Anfangsbreak nicht. So, da vorne ist auch ein bisschen was. Okay. Komm rein. Supi. It is in for par here at 17. And he'll stay at 11 under par. So, das war's dann auch schon wieder fast. Wir kommen zu 18. Finishing holes in golf require your best shots. You want to win the championship, you need to deliver down the stretch. 520 yards, par 4, 18th here at Whistling Straits. You can come in with a shorter iron if you take the aggressive line off the tee, but that's a 270-yard carry over the dunes and bunkers. If you want to play it safe, you go down the right side. That's going to leave you a longer shot in. You make four here, you will have earned it. You make three, you will have likely won it all. Jo, jetzt hat er sehr viel erzählt und wir wissen aber auch, dass die Fahne, wo sie da steckt, steckt sie wirklich ganz, ganz clever, weil da ist so ein Doppelbreak. Also das wird auch sehr spannend und wir müssen mal gucken, wie sieht's denn aus. Okay, wir haben ein bisschen, der Wind drückt den unheimlich nach links. Das heißt, der könnte uns helfen, wirklich ein paar Meter zu machen, um vielleicht mit dem Eisen. Ich glaube, das letzte Mal musste man mit dem Holz und mit dem Hybrid, wenn wir halt wesentlich mit dem Eisen darunter spielen könnten. So, das ist die letzte Bahn. Jetzt wird es ein bisschen zeigen. Wo liegen wir denn im Moment auf dem Leaderboard? Wir sind im Moment geteilt der Vierter. Minus 11. Das heißt, wir können uns sowieso nicht mehr groß nach vorne bewegen. 15 steht hier. Und wir müssen eigentlich schauen, dass wir definitiv hier das Pärchen spielen. Und dann müssten wir definitiv auch geteilt der Vierter maximal Fünfter, weil Kyle Gordon hat noch ein paar Bahnen zu gehen, aber die 14 muss er auch erstmal im Paar spielen, die 17 muss er auch erstmal im Paar spielen. Okay, hat aber natürlich auch noch das Paar 5 vor sich. Okay, aber dann haben wir minus 8, also das heißt, ich denke, wir werden auf der ersten Seite des Leaderboards definitiv bleiben, wenn wir das Paar
hier noch ins Clubhaus bringen. Und dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, denn wir haben auf der Scorecard im Moment eine minus 3 stehen. Das ist doch ordentlich, das ist gut. Bisher sehr, sehr gut und das soll auch so bleiben. Was erwartet uns nächste Woche, nachdem hier die Wisconsin Open zu Ende gehen? Nächste Woche ist die Desert Championship in Nevada und wir spielen auf dem Wolf Creek Golf Club. Und das wird mit Sicherheit auch interessant. Auch wieder 144 Teilnehmer und es gibt 500 Ranglistenpunkte für den Sieger. Jetzt, wie gesagt, wollen wir hier dieses Turnier zu Ende bringen. Ja, das Thema ist, dass der sehr früh da runterkommt, weil wir ja 31 Fuß hier nach oben. Also da müssen wir schon sehr weit hier rechts anhalten, sonst geht der hier vorne in den Hang und das ist nicht gut. Der Wind drückt den stark rüber. Ich würde fast den Wind die ganze Arbeit machen lassen und überhaupt gar keinen Draw spielen. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch gucken, dass er definitiv hier im Fairway bleibt. Alles, was uns Speed wegnimmt, ist nicht gut. So, und ich würde den auch normal hoch anspielen, weil sonst wird es doch ein bisschen knapp. Ihr merkt es schon, ich tue mich da wieder ein bisschen schwer. Aber jetzt soll es dann so sein. Startet mir zu weit rechts. Er startet sehr weit rechts, aber nee, er kriegt den Kick und jetzt rollt er hier ein bisschen links runter. 248 Yards haben wir jetzt Carry gespielt. Das sind am Ende 285, also noch ein bisschen 40 Yards hier dazu gewonnen. 41. Frank, yep. One last full swing. What are they looking at here at 18? Well, even with a good tee shot, you left with a long yardage in. So chances are you're hitting a long iron all the way across Seven Mile Creek, which wraps around the front and the left side. So this is going to take your best second shot. So, also der Wind hilft uns eigentlich hier den Draw reinzuspielen. Wir haben auch Rückenwind und deswegen würde ich hier nur das Eisen 4 spielen wollen. Es geht ja auch den Berg runter. Ja, das Thema ist natürlich hier klar, diese ganze Gedönsen und Palaver. Aber das 5er nicht. Wir brauchen schon ein bisschen Länge. Sonst klappt das mit dem Draw nicht, denn wir wollen ja auf jeden Fall, dass er dann irgendwie ins Grün reinkommt. Ich meine, wenn er hier links, wenn er da reinkommt ins Grün, dann geht alles nach links runter. Und dann hoffen wir, dass er dann auch zum Liegen kommt. Wie gesagt, wir haben eigentlich Rückenwind und dann müsste das doch hoffentlich passen. Noch ein bisschen mehr. Ja. Hilft nichts. Der Plan ist jedenfalls gut und den ziehen wir jetzt auch so durch. Ja, ist das genug Draw? Es ist genug Draw und jetzt müsste er ein bisschen nach links bouncen. Aber er sollte natürlich auch zum Liegen kommen. Höher anspielen. Wir hätten ihn höher anspielen sollen. Got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Ja, das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache hier. Ach du Schande, da ist eine Welle. Kommen wir mit dem Pick dahin? 7 Fuß oben. Wenn der aufkommt, springt er nach rechts. Wir müssen eigentlich ein bisschen länger. Also wir dürfen möglichst wenig. Ich meine, wenn er kürzer ist, ist eigentlich da relativ links viel flach. So, die Frage ist halt überhaupt, wie kommen wir hier raus? Ist der lang. Aber er müsste liegen bleiben. Gut. Okay, that should be inside of 10 feet. Not too bad. Danke. Just 5 feet left. So, das wäre jetzt theoretisch ein entspannter Putt, weil viel tut sich nicht. Und wie immer, das Gute, es geht ein bisschen bergauf. Wir gehen ganz leicht über rechts, weil ein bisschen treibt es hier drüben. Aber das müsste so passen. Ach, da vorne geht es ein bisschen rechts. Ja, interessant.
Über die rechte Lochkante. 18th green. And that will go down as a final round 69. Frank, that was quite a test at Whistling Straits. Well, 7,800 yards is one of the longest courses you can play. But this golf course extracts every single ounce of game out of you. Frank, it certainly was a challenge. For my partner Frank Nobilo and all of us here at EA Sports, we say so long for now from Whistling Straits. Jo, das wäre es also gewesen. Das waren die Wisconsin Open, das erste Turnier der Korn Ferry Tour, an der wir teilgenommen haben. Sozusagen das erste Mal, dass wir Geld bekommen. Wir schauen uns gleich mal an, was jetzt auf dem Leaderboard rumgekommen ist. So wie es aussieht, hat hier Kyle Gordon, wie fast zu vermuten war, noch ein bisschen aufgeholt. Und mit 15 unter Par steht der Sieger fest mit William Carpenter. Und wer 5 unter auch spielt am heutigen Tag, der hat auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht. Also, wir dürfen zufrieden sein mit unserem Ergebnis, denn wir haben wieder mal einen Score in den 60ern, eine 69 gespielt, 3 unter Par, und in Summe haben wir dann am Schluss tatsächlich doch 11 unter. Am besten war natürlich oder mit am besten der dritte Tag, wo wir 6 unter gespielt haben. Das war die Basis doch dafür, dass wir hier vorne haben ein bisschen mitspielen können. Also wir sind auf der ersten Seite des Leaderboards. Das ist doch schon mal schön und herzallerliebst. Und ich bin dann gleich mal gespannt, was es dann hier gibt an entsprechenden Punkten. Denn wie gesagt, das Ganze dient ja auch dazu, dass wir Ranglistenpunkte kriegen müssten und dann eben für das nächste Turnier, die Desert Championship, da bin ich dann auch mal gespannt. Also, wir haben gespielt, wie gesagt, 2 Birdies am Anfang, dann auch auf den Back 9 haben wir 2 Birdies gespielt und haben ansonsten unsere Weste fast reingehalten. Und das jetzt an der 18 war jetzt auch nochmal ein bisschen Action. Ein schönes Up and Down, ein Sandy Par, ganz gut zum Ende dieser Runde. Ich drücke Exit und dann schauen wir mal, was es jetzt gibt. Natürlich wieder die entsprechenden Punkte, 19.330 für unseren Golfer, und ich drücke Continue und ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwas angezeigt wird. Da haben wir es doch, die Korn Ferry Tour Rankings, und wir haben, Augenblick. So, da kann ich rüber, oder? So, also 111 Punkte haben wir bekommen und sind somit auch hier an 5. Stelle. Scoring Average 69,25 ist gar nicht mal so schlecht. Korn Ferry Tour Ranking. Okay, also da sehen Sie eben diese berühmten Punkte, von denen ich gesprochen habe. Der Sieger hat die 500 Punkte bekommen und dann wird sich das Ganze aufteilen. Der zweite 300, 162, der geteilte dritte. Finde ich cool, macht mir Spaß. Jo, da freue ich mich drauf und da bin ich mal gespannt, wie wir dann eben die nächsten Turniere spielen. Und ihr seht schon auf der linken Seite, die Desert Champion wäre das nächste Event, auch wieder mit 500 Punkten. Wolf Creek Golf Club in Nevada, das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte als dieser Platz, den wir jetzt gespielt haben, der eben am Michigan Lake Michigan war und dann natürlich auch ganz andere Windverhältnisse. Ich bin gespannt auf diesen Championship-Platz und ihr hoffentlich auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und natürlich auf eure Däumchen. Nichtsdestoweniger, ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zusehen, für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ebenfalls, und wir sehen uns dann zur Desert Championship, und bis dahin wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel.